Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der CoA Academy von und mit Michael Portz und Christian Kohlhoff. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Hast du schon gemerkt, wie hilfreich unser Podcast für dich ist? Wenn du noch mehr entspannter erreichen möchtest, melde dich am besten zu unserem Chief of the Year Programm an. Details unter coa.academy. Hey Michael. Hey Christian. Trust and Respect. Trust and Respect. Oder Trust and Support. Trust and Support, finde ich gut. Wir sind mitten im Thema Organisationsstrukturen. Hast du schon gemerkt? Jo, wie wollen wir uns denn organisieren? Na du, ich bin ja ein Fan von hierarchisch. Ja, erzähl mal. Und zwar bin ich ein Fan von hierarchisch, weil ich ein paar Sachen echt gern mag. Also ich mag Strukturen. Ich mag Antworten auf die Frage, wer ist denn mein Chef? Und auch für meine Mitarbeiter hätte ich das gern, dass die wissen, wer ihr Chef ist. Wer darf mir kündigen? Wer entscheidet über meinen Urlaub? Wer entscheidet über mein Gehalt? Mhm. Und auch so diese Einheit der Führung. Also ich weiß, eine Person ist mein Chef. Mhm. Das finde ich prinzipiell gut. Ja. Jetzt gibt's ja momentan so ein bisschen den Trend hin zu ja sehr freiheitlicher Organisation, ne? Also hier Homeoffice und jeder kann sich selber organisieren. Es gibt auch schöne Beispiele von erfolgreichen Firmen, die mit ganz anderen Organisationsformen arbeiten. Was kann denn da der Vorteil dran sein? Ja, ich meine, der Vorteil kann natürlich sein, dass so ein Unternehmen viel schlagkräftiger und viel flexibler auch agiert. Ja, also das vielleicht konsensorientierter, basisdemokratischer, ja. Dass das irgendwie jeder das Gefühl hat, auch mehr, nicht nur das Gefühl, sondern tatsächlich auch mehr mitreden kann. Ja, also Stichwort so Agilität, ja. Schneller, schlagkräftiger, flexibler in einer Welt, die sich immer mehr ändert. Ja. Ich bin ja da an der Ecke, glaube ich ja, dass es höchstwahrscheinlich für jedes Unternehmen eine geeignete Organisationsstruktur gibt. Also wenn ich mir jetzt überlege, wie wir das bei Kiko die Kaffee gehabt haben, wir haben ja, das war relativ standardisiert, die Kaffeebars, eine im Prinzip läuft wie die andere, ja, da habe ich schon gern gehabt, dass wir von oben in so einer Art klassischen Organisationsstruktur hierarchisch vorgeben, was wo passiert, ja, was die Strukturen sind, dass auch die Hygiene überall passt, dass die Abrechnungen passen, dass die Qualität und die ganzen Standards passen. Ja. Und das, finde ich, funktioniert in so einer hierarchischen Struktur schon gut. Ja. Ja, weil auch einfach sich nicht viel ändert von einem Tag auf den nächsten. Was waren so die Nachteile? Die Nachteile waren natürlich, dass wir uns schon sehr genau überlegen mussten, was wir vorgeben, weil wenn wir irgendeinen Krampf vorgegeben haben, ist es uns halt ziemlich schnell um die Ohren geflogen. Okay. Also wenn ich Mist vorgebe, kriege ich auch Mist raus. Ja, genau. Garbage in, garbage out. Ja. So, das heißt, da ist tatsächlich dann, also es ist noch so dieser allwissende Unternehmertyp, der Chef, der dann alles weiß und alles richtig machen macht. Ja. Es ist die Gefahr dabei. Ja, ja, ich hatte das Beispiel so in der Callcenter-Zeit, ne, wo wir mit tausenden Leuten da gearbeitet haben, dass ich da anfangs eine Kultur vorgefunden habe, die auch hierarchisch war. Es ist ja auch ein sehr heruntergebrochenes Geschäft, ne? Also es ist ja wie eine Factory, wo dieselbe Sache quasi millionenmal am Tag gemacht wird, tausende Male am Tag. Und das hatte dann so die unschönen Nebenwirkungen, dass bei allen Entscheidungen das immer nach oben ging. Da muss ich mal den Chef fragen. Also ich fing mal einen Kunden an. Ne? Das ist ein Kunde am Telefon. Ah ja, ja, verstehe, was Sie wollen, lieber Kunde. Da muss ich mal meinen Chef fragen. Ne? Dann fragt dann der Agent den Teamleiter. Der, ja, das kann ich auch nicht entscheiden. Da muss ich meinen Chef fragen. Dann ist der Supervisor dran, der da drüber steht. Ja? Und der sagt dann auch, ja, nee, hu, das hat was mit dem Produkt zu tun. Da müssen wir da und so machen. Das kann ich auch nicht entscheiden. Und dann ist dann auf einmal dann der große Manager dran. Und wenn der dann nicht entscheiden kann, dann gibt er es hoch an den Executive und irgendwann liegt die Sache dann beim CEO auf dem Tisch, der eigentlich andere Sachen zu tun hat, als zu entscheiden, einem Kunden jetzt eine 50-Euro-Gutschrift zu geben. Ja, und das habe ich also da einmal brutal erlebt, wie das so eine sehr hierarchisch geführte Organisation lähmen kann, wenn nicht geklärt ist, welche Entscheidungen eben nicht nach oben eskaliert werden brauchen. Oder sollen oder dürfen. Ja.
Ja, wenn ich das jetzt nochmal bei Kiko die Café mir anschaue, was ich ja schon wollte, dass überall der Espresso gleich schmeckt, dass die Milch überall gleich geschäumt wird. Hm. Nur so ja. Die Entscheidung zum Beispiel, wenn ein Kunde kommt und sagt, der Kaffee hat ihm nicht geschmeckt, dann darf halt der Barista vor Ort entscheiden, ja, ich mache ihm jetzt neuen. Ja, genau. Oder die Kundin irgendwie, die belegte Semmel schmeckt nicht, genau. Geld zurück. Also ist dann schon auch ein Vertrauen da in einer Organisation, die hierarchische Strukturen hat, wie du es eben beschrieben hast, wo dann auch schon ein Vertrauen da ist, dass gewisse Entscheidungen einfach getroffen werden dürfen und gewisse Sachen gemacht werden dürfen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht der Regelfall sind. Ich möchte ja nicht jedem Kunden einen neuen Kaffee machen. Nee, das wär dann auch schade. Ja. Genau, also so diese, wo wird was entschieden? Und das ist natürlich wieder eine Entscheidung, die ich hierarchisch treffe. Die im Idealfall dann auch an jeder Kaffeebar die gleiche Entscheidung gelten sollte. Ja. Jetzt habe ich ja in so einer Hierarchie typischerweise Regeln, die festschreiben, wer was machen darf. Es werden Rollen definiert. Und diese Rollen haben dann eine Rollenbeschreibung, die im Detail ausarbeitet, wofür die Rolle zuständig ist. Ja, dann werden Leute auf Rollen gesetzt. Und dann, das habe ich im Konzern erlebt, hatten wir so Phänomene, das nannte sich im Englischen Policies and Procedures. Und das waren hunderte Seiten lange Dokumente, in denen festgelegt wurde, was ein Mitarbeiter machen darf und was nicht. Ja, natürlich, also von den 70.000 Leuten in dem Konzern damals bin ich mir sicher, dass bis auf die paar Leute, die diese Policies and Procedures geschrieben haben, es keiner gelesen hat. Und der Zweck der ganzen Aktion war, dass der Konzern ein Regelwerk hatte, nachdem er Fehlverhalten ahnden konnte, also eventuell dann sich von Leuten trennt, weil sie gegen Policies and Procedures verstoßen haben, die sie natürlich nie gelesen hatten. Ja. Das ist so derselbe Trick wie bei Versicherungen mit dem Kleingedruckten. Genau. Also ich schließe eine Hausratversicherung ab, ne, und sobald ich dann irgendein Thema habe, dann steht irgendwo drin, dass genau mein Fall eben nicht abgedeckt ist. Das heißt also, sowas auf dem Level ist ja überhaupt gar nicht mehr pragmatisch. Ja, und praktikabel. Ja. Und kostet dann irgendwann Vertrauen und auch Spaß an der Arbeit. Das heißt, wie mit der Versicherung, wenn ich da jetzt 10 Seiten Kleingedrucktes durchlesen muss, um das richtig zu verstehen, muss ich mich damit vielleicht einen Monat auseinandersetzen und erstmal alles googeln, was das bedeutet und mir vielleicht Rat einholen. Das heißt, am Ende treffe ich dann die Entscheidung ja doch auf Basis von Vertrauen. Ja. Ja. So. Wie ist das denn jetzt am anderen Ende des Spektrums? Also jetzt haben wir ja gerade über die Hierarchie gesprochen. Mhm. Was wir ja gerade, wie wir zusammenarbeiten, ist ja gar nicht hierarchisch. Nö, überhaupt nicht. Ne? Also was, ich habe ja auch so ein leichtes Bedürfnis für Kontrolle. Insofern sind mir Elemente der Hierarchie auch willkommen, was ich damit erreichen kann. Ja? Und ich habe auch für mich persönlich ein großes Bedürfnis an Freiheit, wie ich meine Arbeit mache und wie ich das gestalte und dabei vorgehe, was halt so gar nicht zu einer Hierarchie passt. Also ich kann es gut nachvollziehen, wenn viele Gründer oder Wachstumsfirmen der jüngeren Vergangenheit Ambitionen haben, das anders zu machen als die letzte und vorletzte Generation von Unternehmen. Und also was mir da in der Erfahrung passiert ist, ist so eine Form, wo ein viel höherer Grad an Freiheit da ist. Und die Überschrift dafür ist bei mir im Kopf die Kollaboration. Also eine Zusammenarbeit, eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit, wo eine Gemeinschaft von Leuten ist, die halt mit auf der Reise sind, die Mitarbeiter im Unternehmen. Und vielleicht auch externe Firmen drumherum, die damit drin hängen. Und diese Gemeinschaft erlaubt ihren Mitgliedern ein höheres Maß an Freiheit, ihre Arbeit zu erledigen, als das so eine konservative, altbackene, hierarchische Struktur so aus Rockefellers Zeiten gemacht hätte. Ja. Das funktioniert ja in einem flexiblen Umfeld. Also wir bewegen uns ja jetzt gerade für uns in einem sehr flexiblen Umfeld. Ja. Wir entscheiden praktisch laufend darüber, wie wir zusammenarbeiten, mit wem wir zusammenarbeiten. Das ist ja jetzt eigentlich ein relativ loser Zusammenschluss, in dem wir gerade
arbeiten. Naja, und wir haben halt ein paar Grundpfeiler, die uns leiten und uns dabei auch eine gewisse Struktur vorgeben, die aber sich wesentlich freiheitlicher und flexibler und lockerer anfühlt als so eine Hardcore-Hierarchie. Mhm. Lass mich raten, die Leitgeschichten sind Purpose, Vision, Values, Qualities. Ja, genau, wie immer. Ne? Also der große Masterplan, der beschreibt, wofür wir machen, was wir machen, wo wir hinwollen, wie wir uns verhalten, ganz wichtig. Ja, natürlich auch die großen strategischen Ziele fürs nächste Jahr. Da habe ich eigentlich schon einen Handlungsrahmen, wenn ich das all meinen Leuten mitgebe, und wir das alle zur Verfügung haben, wo jeder jederzeit drauf gucken kann und dann entscheiden kann, okay, was ich jetzt machen will, passt das zu diesem Rahmen, den das vorgibt, oder bewege ich mich da außerhalb? Mhm. Wir sind ja jetzt schon wieder in der 2-Kreuz-2-Matrix. Gerne. Wir können es ja gar nicht lassen. Ja. Und die wird aufgespannt mit Trust und Support, also Vertrauen und Unterstützung. Ja. Genau. Magst du da mal kurz sagen, ja, wie du das... Also wie so eine ordentliche 2x2-Matrix mal wieder funktioniert, gibt es dann 4 Quadranten drin. Der Quadranten, den wir loslegen, ist mal den, wo wenig Vertrauen erforderlich ist und wo auch wenig Unterstützung erforderlich ist. Und das ist genau diese hierarchische Organisationsform. Klar, eine gewisse Menge an Vertrauen ist auch da drin und eine gewisse Menge an Unterstützung braucht auch so ein System. Und im Verhältnis zu der anderen Form, von der wir nachher sprechen, braucht es halt relativ wenig, ja, weil alles relativ festgelegen ist. Ich brauche nicht so viel Vertrauen voraussetzen, weil wir klare Regeln haben. Ja, ich muss nicht so viel Unterstützung in das System geben, weil jeder im System eigentlich schon genau weiß, was er zu tun hat und welche Mittel ihm da zur Verfügung stehen. Ist alles durchgeplant. Und wenn jemand einen Fehler macht, dann wird das große Dokument genommen und gesagt, hier hast du einen Fehler gemacht und ja, genau. Und tschüss. Ja. So am anderen Ende, wo beides sehr viel vorhanden sein muss, damit es funktioniert, also viel Trust, viel Vertrauen und viel Support, viel Unterstützung, das ist das, was ich für mich Kollaboratie nenne. Also ein kollaboratives Zusammenarbeiten. Das heißt, da können die Leute relativ freiheitlich entscheiden, wie sie arbeiten, wie sie sich zusammenschalten, wie sie dabei vorgehen. Ist auch schön, dass dabei die verschiedenen Persönlichkeitstypen, hier ne, die verschiedenen Farbenergien, sehr schön zum Tragen kommen, weil der eine arbeitet halt lieber für sich in Ruhe und der andere braucht viele Leute um sich rum. Ja, den einen geht's mehr um die Sache, den anderen mehr um Menschen. Das heißt, da kann ich mich auch mehr entfalten, so wie ich in meiner Homezone, in meiner Präferenz bin, in meiner Comfortzone. Ja, aber ich brauche halt viel Unterstützung und viel Vertrauen da drin, damit das Ganze gelingen kann. Mhm. Und jetzt gibt es ja noch diese seitlichen Quadranten, also hoher Trust, wenig Support und hoher Support, wenig Trust. Ja. Da gibt es relativ wenig Strukturen für wenig Platz für vernünftige Organisationsstrukturen, oder? Ja, das sind so die Fehler, die ich machen kann, wenn ich eigentlich ein kollaboratives Modell anstrebe, aber dann eines der beiden notwendigen Elemente nicht ausreichend reinpumpe. Also entweder gebe ich nicht genug Vertrauen drin, also es ist nicht genug Vertrauen im System, oder es ist nicht genug Unterstützung da im System, damit es gelingen kann. Ne? So, und der Fall, in dem ich zwar sehr viel Vertrauen habe in alle Beteiligten in dem System, aber zu wenig Unterstützung reingebe, ja, dann lasse ich die Leute im Stich. Da sage ich, ja, ich vertraue euch total, dass ihr das machen werdet. Tja, und eigentlich bräuchten die Material und Ressourcen und Zeit und ein Büro und sonst was. Ja, aber das schert mich nicht. Aber ich vertraue euch total, dass ihr das hinkriegt. Ja, ihr schafft das schon. Ihr schafft das schon. Ja. Und wie fühlt sich dann die Mannschaft? Im Stich gelassen vom Chef. Ja. Ja, daher auch das Label im Englischen abdicate. Allein gelassen. Ja, so, und die andere Stolperfalle auf dem Weg dahin ist, wenn ich zwar sehr viel Unterstützung reingebe, aber nicht so richtig das Vertrauen habe, dass das gelingt, also immer so Zweifel habe und da sehr vorsichtig dann bin. Ja, und das ist ein bisschen wie so eine Eltern-Kind-Rolle. Das passiert dann nicht auf Augenhöhe, sondern bin ich eigentlich im Elternmodus. Da habe ich das Gefühl, ich kann meinen Kindern noch nicht vertrauen, dass die das jetzt so und so machen. Die sind einfach noch zu klein. Ne? Ja. Aber volle Unterstützung.
ich gebe denen alles, was sie brauchen, aber Vertrauen, dass sie das jetzt alleine können, das fällt mir dann als Elternteil vielleicht manchmal noch ein bisschen schwer. Ja. So, das ist wie wenn meine Tochter den Führerschein macht und wir fahren dann gemeinsam Auto und ich lang halt einfach ins Lenkrad rein oder sagt die ganze Zeit, guck mal, da ist rot. Hier hast du meine Unterstützung, mein Vertrauen, das darfst du dir noch verdienen. Ja, so, das ist ja auch demotivierend dann. Genau. Oder kann tatsächlich eine Zeit lang sein, bis das Vertrauen tatsächlich erlernt ist von beiden Seiten. Ja. Es kann vielleicht eine Übergangsphase auch sein in der Struktur. Ja. Ja. So, und das sind so grundsätzliche Überlegungen zur Organisationsform. Immer mit der großen Frage, also so stelle ich sie mir, wie wollen wir denn sein als Unternehmen? Wie sind wir organisiert? Sind wir hier so ein Org-Chart, top-down, wo einer oben ist und alle anderen hängen unten drunter? Oder sind wir hier irgendwie cooler? Sind wir moderner? Sind wir freiheitlicher? Ja, da sind natürlich auch emotionale Themen drin. Also für mich finde ich sehr wichtig, da die Balance zu finden, die am Ende zielführend ist. Dann sind wir wieder bei Purpose, Vision, Value, Strategies. Also womit ich das erreichen kann, was ich will. Und mit einer guten Kultur, wo alle glücklich sind, dass sie mit auf der Reise sind und sich wertgeschätzt fühlen und erfolgreich fühlen können. Also das heißt, es ist ja nicht nur entweder so oder so, sondern es gibt ja sehr viele Übergangssysteme oder Möglichkeiten, sowas zu strukturieren. Was ich schon erstaunlich finde dabei tatsächlich ist, es ist immer hierarchisch in meiner Welt. Weil es ist immer eine Vision vorgegeben, im Idealfall. Ja. In der Kollaboratie habe ich eine hierarchische Vision, die dann vielleicht runtergebrochen wird auf die Einzeltätigkeiten, die ich habe. Und in der Standardhierarchie ist es halt eine organisatorische Hierarchie. Ja, da fällt mir ein, habe ich den Gedanken, Struktur ist halt nicht unbedingt gleich Hierarchie. Und Struktur ist irgendwie in allem drin. Ja, und Struktur kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Inwieweit das dann hierarchisch abläuft, so von oben nach unten, das hast du ja auch mal gesagt, das ist ja gar nicht so. Ne? Dann hast du so einen Org-Chart, wo der große CEO oben drüber ist und dann kommen danach die Abteilungsleiter und dann kommen die Teamleiter und, so eine schöne Pyramide. Und du hast mir da mal ein Bild zugezeigt, wie die Leute miteinander arbeiten und kommunizieren, ist ja überhaupt nicht so. Ja, der CEO kennt halt den einen Sachbearbeiter vielleicht und die tauschen sich halt dann über solche Sachen aus. Der eine Barista kennt den aus der anderen Bar und hat da eine gute Beziehung. Die zwei waren vielleicht auf der Schule miteinander und sprechen. Der kleine Dienstweg hieß das ja früher so. Ja, genau. Der kleine Dienstweg ist eigentlich das kollaborative Modell. Genau. Ja. Was auch nicht ohne Grundregeln funktioniert. Und ohne Leitplanken, nennen wir es mal so. Die Struktur, die dem ja zugrunde liegt, ist die Beziehung zwischen Menschen. Ja. It's all about the people. Ja. Trust and respect. Alles klar. Vielen Dank, Michael. Viel Spaß. Das war Chief of Anything, der Podcast der CoA Academy. Mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.